lass uns nicht aus der Ferne etwas besser wissen, ohne vor Ort zu sehen und zu begreifen, was tatsächlich erforderlich ist. Weil wenn wir helfen wollen, müssen wir erst einmal unsere Naivität ablegen, zu meinen, wenn wir etwas stiften, etwas geben, dann ist alles gut. Sondern erstmal steht das Verstehen und Begreifen, was hier wirklich erforderlich ist, und dann kann man das Richtige tun. Aber und zwar in der Reihenfolge. Wenn man die Dorfmenschen ansieht, die älteren Kinder und vor allem die Erwachsenen, dann sind natürlich diese Lebensbedingungen, Witterungsbedingungen, hinterlassen ihre Spuren. Und da war eben so dieser Eindruck, der mir da so stark war, das Glück der richtigen Geburt. Das heißt, diese Menschen bringen alles mit, die unterscheiden sich durch nichts, absolut durch nichts von uns, ja, und müssen dieses Leben mit diesen extrem harten Bedingungen ertragen. Und das müssen wir lernen zu respektieren. Wir sind nichts Besseres, wir sind nichts anderes, wir sind absolut gleich. Nur haben wir ein Riesendusel, ein unfassbares Glück, dass wir Bedingungen haben, wo wir über existenzielle Dinge nicht eine Minute unseres Lebens nachdenken müssen, weil sie einfach ganz selbstverständlich da sind. Die Menschen sind in keiner Weise, darf man den Fehler machen, diese als primitiv zu bezeichnen, sondern sie sind natürlich ihrem Umfeld geschuldet, einer harten Situation ausgesetzt. Sie haben Würde und sie haben das Leben durch und durch angenommen. Was ich ganz bestimmt nicht gesehen habe, ist, dass die Kinder hier unglücklicher sind. Und darüber sollten wir mal nachdenken, dass materieller Überfluss nicht zwingend zu mehr Glück führt. Ich fand es so wunderbar, wie gerade die Frauen, die ja diese harte Arbeit des Wassertranks jeden Tag auf sich nehmen müssen, gesagt haben, ich will das einfach nicht mehr, ich will mich dem nicht mehr aussetzen, ich will endlich auch ein Recht haben, mich um andere Dinge zu kümmern. Und das ist ja wow, ne? Also ja, richtig so, klasse, ne? Sie hat 100% Recht. Wir verändern das, indem wir für Hygiene sorgen. Indem wir die Versorgung mit Trinkwasser wesentlich verkürzen. Wir dürfen nicht so naiv sein, gelöst, Haken hinter, fertig. Wir verkürzen das. Und wir schaffen Grundlagen, damit auch über die Hygiene, die eingeführt wird, über die Essensbereitung, die damit natürlich möglich wird, dass sich die Menschen auf ein ganz anderes Leben einstellen können, dass sie von dieser existenziellen Grundlage weniger fokussiert sind und ihre Zeit und Energie quasi anderen Alltagsdingen widmen können, um überhaupt die Grundlage für Fortschritt zu haben. Ohne Wasser kein Fortschritt. Dieser Zusammenhang ist ein ganz kausaler Zusammenhang. Wenn wir so leicht etwas verbessern können, dann empfindet man eine Pflicht, eine freudige Pflicht. Und ich möchte natürlich noch viele Menschen dazu bewegen und animieren, darüber nachzudenken, ob sie ein kleines Stück ihres Glückes nicht teilen wollen und etwas, sich selbst etwas zurückzugeben, indem sie mithelfen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Manchen fehlt vielleicht nur noch ein Stückchen Brücke bauen. Ja? Und ja, Brückenbauer, das gefällt mir. Das würde ich mir zutrauen.